Ja, herzlich willkommen, verehrte Zuschauerinnen und verehrte Zuschauer, zum fünften Teil einer Analyse des vedischen Horoskops von Deutschland. Jetzt bezogen auch aus aktuellem Anlass. Wir haben heute den 25. Januar 2023, und zwar zur Zeitqualität für Deutschland. Was steht an im Jahr 2023? Ja, wie werden die Dinge sich entwickeln? Was kann uns das vedische Horoskop dazu offenbaren? Und so weiter. Ja, ehe wir einsteigen, darf ich mich erstmal ganz kurz vorstellen. Hier einmal meine Frau, die genauso wie ich hauptberuflich als vedische Astrologin arbeitet. Sie hat eine eigene Selbstständigkeit und erstellt vedische Horoskope der unterschiedlichsten Art, sei es Berufung, Persönlichkeit, Wohnen, Partnerschaft, Spiritualität, Zeitqualität und vieles mehr. Alles auf individueller Basis mit manueller Ausarbeitung und Audiodateien etc. Wenn Sie hier eine Lebensorientierungshilfe suchen, sind Sie bei ihr Gold richtig. Hier sehen Sie dazu den Link. Und meine Wenigkeit, ich bin Lehrer für die vedische Astrologie-Schule und darin habe ich eine Online-Schule, bei der Sie sich selbst erforschen können, um das Leben, den Sinn des Lebens, sich selbst und andere besser verstehen zu können, die Schöpfung besser verstehen zu können und vieles mehr. Ja, mit einem Online-Studium betreiben können. Auch hier finden Sie den Link dazu. Außerdem verweise ich gleich mal an der Stelle, dass unterhalb des Videos noch mehrere Links sind, weil es gibt ja auch Newsletter und andere Medien, wo Sie noch mehr von uns erfahren. Gut, dann möchte ich uns ganz kurz einstimmen. Und zwar mit einem Psalm aus der Bibel, den ich auch wieder sehr bewusst ausgewählt habe, um uns einzustimmen für die heutige Deutung des vedischen Horoskops für Deutschland für das Jahr 2023. Ich habe mich entschieden, den Psalm 22 aus der Bibel vorzutragen und wird ungefähr ein, zwei Minuten dauern. Dann sind wir auch in der richtigen demütigen Haltung, um ja uns an die astrologische Arbeit zu machen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch du antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Du hast mich aus meiner Mutterleibe gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz
ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke eile mir zu helfen. Errette meine Seele vom Schwert, mein Leben vor den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern wilder Stiere. Du hast mich erhört. Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet. Ehret ihn, ihr alle vom Hause Jakob. Und vor ihm scheuet euch, ihr alle vom Hause Israel. Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm. Und nicht verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er's. Ja, sie sind sicherlich auch aufgrund dieser Tage der Geschehnisse im Außen auf dieses Video aufmerksam geworden, verbunden mit der Idee, kann uns die Astrologie Impulse geben, was kommt, wie wir das umgehen können, auf was wir uns einstellen müssen, wie wir damit umgehen, gibt es einen tieferen Sinn dahinter, ja, was soll das alles, ja. Und so ist auch mein Verständnis der Anwendung der Astrologie, weil was hilft es, wenn wir bestimmte Ereignisse erkennen können, aber dann keine Rezepte haben, was wir damit machen oder nichts daraus lernen, ja. Das ist so ungefähr, wie man in der Medizin das leider handhabt, auch wo man einem Menschen, der krank ist, meinetwegen sagt, ja, du lebst nur 6 Monate. Ja. Ja, der Vorteil ist, derjenige kann sich dann darauf einstellen, meinetwegen, dass er rechtzeitig seinen Mietvertrag kündigt, aber was soll denn so eine Aussage? Die hilft doch dem Menschen nichts. Ja. Sondern wir müssen unser Wissen so anwenden, auch wenn wir in einer harten Situation sind, dass wir uns auf die Lösung ausrichten, auf die Möglichkeiten, auf ein höheres Verständnis, wie wir damit umgehen, was wir daraus lernen. Ja, und deswegen möchte ich das gleich mal hier die Folie auflegen, ehe wir ins Horoskop gehen. Und das, denke ich mal, haben viele nicht erwartet, dass es doch so weit kommt, dass jetzt Kampfpanzer der deutschen Bundeswehr, ja, in die Ukraine geliefert werden. Und wie bildet sich jetzt sowas im Horoskop ab und mit welchen weiteren Entwicklungen müssen wir diesbezüglich rechnen? Was will uns das vermitteln? Ja, ich habe hier das Horoskop Deutschlands. Und zwar maßgeblich sind ja 2 Horoskope, also einmal das von der Bundesrepublik Deutschland, auf das werde ich auch gleich noch eingehen, aber eben grundlegend, ja, für mich der Basischart für Deutschland ist der hier vom Deutschen Kaiserreich. Und hier haben wir eben dann Aszendent Waage und einen stark betonten Steinbock, ja. Das heißt, hier sehen wir auch stark den Schuldkomplex der Deutschen, der mit viel Scham und Schuld beladen ist, der aufzuarbeiten ist, der zu heilen ist. Und wir springen jetzt gleich mal in die Zeitqualität rein. Dann sehen wir, dass wir, hoppla, jetzt sind wir zu weit gesprungen,
dass wir seit dem 15. November 2021 uns in der planetaren Hauptphase von Mars befinden. Nun, diese Phase dauert immer 7 Jahre. Das heißt jetzt nicht, dass 7 Jahre es nur zentral um Mars geht, denn es gibt halt auch mehrere Unterphasen. Und diese planetaren Phasen sind wichtiger als wie die Transite, weil aus den Transiten allein können wir nichts ableiten. Die Trigger sind dann nur die Feinaussagen, aber die planetaren Phasen geben uns mehr Kenntnis über das Karma, das wir jetzt für Deutschland, ja, für die deutsche Nation zum Tragen kommen kann, wenn auch entsprechende Transite dann noch mit einhergehen. Sprich, diese planetaren Phasen zeigen uns jetzt an, was so im karmischen Lager ist und mit was man rechnen muss. Nun, Mars ist natürlich ein sogenannter Übeltäter. Er steht für Konflikte und Kriege, Streit, Töten, Auseinandersetzung, Gewalt, Ärger, Zorn, Anstrengung, Kämpfen. Mars ist nicht per se nur schlecht, weil jeder Planet kann gute oder schlechte Qualitäten haben. Aber wie Sie hier schon sehen, Mars ist im Deutschlandhoroskop im Aszendenten in der hier im ersten Haus. Damit hat Deutschland viel mit Mars zu tun. Ist ja auch in den letzten beiden Weltkriegen zentraler Schauplatz gewesen. Und in der Waage ist natürlich Mars nicht so stark. Es wäre besser, er würde im Steinbock, Skorpion oder Widder stehen. Deswegen hat der Mars hier auch einige Schwächen. Und wenn er Schwächen hat, dann zeigt er sich in seiner planetaren Phase, wenn er ausgelöst ist, nicht von seinen guten Seiten, weil dann würde Mars meinetwegen Dinge hervorbringen und helfen, dass man mehr Charakterstärke entwickeln kann, ne? Dass man meinetwegen besondere technische Erfindungen macht oder dass man besondere, Mars steht auch für Technik, ja, habe ich schon gesagt, oder für bestimmte Sportthemen, die wichtig werden, oder Wettkämpfe, Siege, ja. Mars hat viele Bedeutungen und primär ist Mars dafür vorgesehen, dass wir den inneren Kampf führen, dass wir gegen die eigenen inneren Dämonen antreten, weil der größte Kampf, der in der Welt zu leisten ist, ist ja dieser innere Kampf gegen die inneren Dämonen anzutreten, damit wir ja in die göttlichen Tugenden hineinwachsen, so wie es uns die Heiligen eben sagen. Aber jetzt habe ich hier das Deutschlandhoroskop und Mars hat also 7 Jahre die Phase. Das betont natürlich alles, was so mit Mars zu tun hat, auch Impfung. Impfung ist ja auch eine Sache, die mit Gewalt durch die Haut hier transportiert wird und kann ja nicht mehr dazu jetzt sagen. Sie kennen, Sie wissen, was davon zu halten ist. Und so gibt es hier mit Mars. Natürlich muss uns klar sein, Mars steht auch für Kriege, aber auch für verdeckt geführte Kriege, weil viele sehen wir noch gar nicht, die gleichzeitig stattfinden. Nur jetzt durch diese Entscheidung vom Bundeskanzler, ja, vom Geschäftsführer der BRD, die bringt natürlich jetzt mehr auf den Schirm, oh Gott, jetzt wird da eine rote Linie überschritten, wie reagiert da Russland darauf, ja. Wir haben dazu verschiedene Unterphasen, ja. Und hier sind wir jetzt seit 13. April 2022 bis 1. Mai 2023 in der Hauptphase Mars, Unterphase Rahu, ja. Und Sie müssen wissen, diese Unterphasen, ja, die geben dann nochmal spezifischere Informationen, was halt jetzt alles so geschehen kann. Nun,
der Rahu, der jetzt ausgelöst ist, ja, der steht hier im 10. Haus und dessen Herrscher, der Mond, steht im schlechten 8. Haus, was eben auch eine Verbindung mit großen Krisen, Transformation, Erfahrung von kriegsähnlichen Zuständen, also das 8. Haus, ja, das hier mit Rahu verbunden ist, der ausgelöst ist, zeigt auch schon diese weitere Transformationsphase an, die hier zum Tragen kommt. Und nur Rahu im 10. Haus führt erstmal dazu, dass die Macht Deutschlands aufgebläht wird, ja. Man spricht ja seit längerem von Ausrüstung. Rahu steht auch fürs Ausland, also für die, Sie sehen ja, wenn Sie die deutschen Medien lesen, es dreht sich ja alles nur ums Ausland. Es dreht sich ja alles nur um, was weiß ich, Ukraine oder das Wetter in anderen Ländern, weil da eine Klimakatastrophe waltet, walten würde. Und so ist die Aufmerksamkeit medial, also von den Medien her, stark auch im Ausland verankert. Es geht nicht um, was im Inland für Probleme sind, ja. Das ist diesem Rahu geschuldet. Und übrigens, das Zeichen Krebs ist auch das Zeichen fürs Ausland. Das zeigt es nochmal doppelt an. Und Deutschland will seinen Einfluss im Ausland verstärken, ja, das drückt es aus, hier im 10. Haus der Macht, hier gehen wir nach außen, ja, und in der Phase sind wir jetzt, und so sehen Sie ja, wie das jetzt so täglich, wöchentlich weiter zunimmt, ja, wie Deutschland sich immer mehr aus den Löchern wagt, was aber nicht im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung ist, ja. Und darum geht's dabei auch gar nicht, weil natürlich Rahu im 10. Haus beschreibt jetzt vor allem dann, wenn der Herrscher davon im 8. Haus ist, keine Regierung, die wohlwollend ist für das deutsche Volk, ja. Das muss uns einfach klar sein. Und zwar auf allen Ebenen, ja. Und ich meine, diese Illusion ist ja über Jahrzehnte geschürt worden. Aber ich denke, es ist jetzt für immer mehr und immer leichter erkennbar, dass das gar nicht der Fall ist. Ja? Wenn man sich natürlich auch für die deutsche Geschichte interessiert und auch ein Verständnis hat aufgrund eigener Recherche, was in Wahrheit gelaufen ist und was sich hier auf ähnliche Weise wiederholen könnte. Nun, wir wollen natürlich nicht in die Angst gehen, sondern Stier bei die Hörner packen und schauen, was wir hier jetzt noch an höherem Verständnis rausziehen können. Jetzt ist es so, ehe ich jetzt hier weitergehe in der Analyse, möchte ich für Sie gleich mal ein zweites Horoskop Deutschlands einblenden, und zwar das der BRD. Ja, den Chart habe ich Ihnen noch bisher ziemlich vorenthalten. Natürlich hat er auch seine Aussagekraft, aber für mich ist das Horoskop vom 01.01.1871 maßgeblich. Das ist der Grundbasischart für Deutschland, für uns Deutsche. Und dann gibt es jetzt so einen Konstrukt der BRD, der nach dem Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg als Übergangslösung gedacht war, der sich jetzt auch immer mehr halt verselbstständigt hat. Darf ich jetzt nicht mehr dazu sagen? Kann auch nicht mehr dazu sagen, weil das hier ja nicht mehr geht. Wir bleiben aber jetzt beim Horoskop auch, und da ist maßgeblich am 24. Mai 1949 trat diese BRD in Kraft, 0 Uhr. Und es ergibt auch Aszendent Steinbock. Ich sage auch, weil Sie sehen hier wieder diese starke Betonung Steinbocks. Das heißt, der Deutsche wird stark durch die Steinbock-Qualitäten beschrieben. Also für jeden Deutschen ist es eigentlich Pflicht, sich mit den Heilungsthemen des Steinbocks zu beschäftigen, ja, damit wir hier uns frei machen von Schuldkomplexen und von Scham, ja, und auch zur Wahrheit vordringen. Und die schaut halt nun mal ganz anders aus. So, jetzt die BRD ist seit
14.12.2020 in der Hauptphase Jupiter, die 16 Jahre dauert. Und der Jupiter steht ja hier im Zeichen Wassermann. Jetzt werden Sie sagen, Moment mal, langsam, Jupiter ist doch ein guter Planet, es ist doch der Glücksplanet, ja, was ist denn da los? Ja, alles verständlich, nur man muss hier immer tiefer gehen, ich kann es immer nur so sagen. Schauen Sie, der Jupiter für Aszendent Steinbock herrscht über das dritte Haus, hier mit der zweiten Häuserspitze drin, und über das zwölfte Haus. Das sind in der vedischen Astrologie zwei schlechte Häuser. Im Wassermann, wo er steht, ist er auch nicht so stark. Da hat er die Würde im Zeichen eines Feindes. Und er hat auch hier die Saturn, ein schlechter Saturn, die sind direkt gegenüber, der ja auch sein Herrscher ist. Kurzum, die Jupiterphase muss nicht per se gut sein. Das hängt auch davon ab, was mit den Hausherrschaften los ist. Aber wir wollen ja deuten, und diese Jupiter-Hauptphase betont in einem Horoskop eines Landes stark das Finanzsystem, aber auch das Leben der Menschen. Ja? Jupiter ist Jiva, steht für das die Menschheit. Und darin sind wir jetzt in der Unterphase, seit 1.2. Beziehungsweise am 1.2.2023 kommen wir jetzt nach der Hauptphase Jupiter, Unterphase Jupiter, in die Hauptphase Jupiter, Unterphase Saturn. So, und zwar Zeitfenster bis 15.8.2025. Und das ist eine sehr wichtige Sache jetzt, weil Sie sehen, Jupiter regiert den zweite Häuserspitze. Und Saturn, der unten drunter ausgelöst ist, regiert auch den Jupiter. Kurzum, das zweite Haus ist stark betont, aber Saturn, der Herrscher, ist schlecht gestellt im achten Haus im Löwen. Das bedeutet, die materielle Stabilität Deutschlands, der BRD, so muss ich sagen, der Bundesrepublik Deutschland, wird umgebaut. Das passiert in diesem Zeitfenster. Ich meine, ich habe seit langem darüber informiert, dass wir uns auf einen Umbau der Finanzarchitektur durch eine höhere Inflation, eine Entwertung der Kaufkraft, durch den Rückgang des Wohlstands und so weiter von den alten Vorstellungen lösen müssen und in die Eigenverantwortung gehen müssen und alternativ das Thema anpacken müssen und. Das hatte ich schon seit längerem propagiert. Ich meine, jetzt kommt halt dieses Thema immer näher. Und diese BRD, ja, wenn die Unterphase Saturn ausgelöst wird, der so schlecht steht wie hier, dann bedeutet es, ja, dass diese BRD eigentlich am Ende ist. Das bedeutet, sich in der Abwicklung befindet, ja. Aufgrund, was ist Saturn? Saturn ist natürlich Schulden. Ja, und dieser ausgelöste Saturn bedeutet, dass die Schulden einfach nicht mehr getragen werden können. Und wenn Sie schauen, wie viel Geld ausgegeben wird durch die Regierung, ja, da kommst du ja nicht mehr mit. Ja, geht ja nicht mehr um Millionen, geht nur noch um Milliarden, demnächst wahrscheinlich Billionen. Die werden halt notwendig für die Finanzkrise damals, dann für die Impfstoffe, da muss da Geld hin und jetzt muss in die Rüstung das Geld dahin, ne? Da geht's um, ja, kannst du gar nicht mehr die Summen beschreiben, aber das beschleunigt den Prozess, die BRD abzuwickeln. Das bedeutet, das, was wir erleben, ich wollte jetzt parallel eben diesen Chart hier zeigen, hat im Endeffekt zu tun, aber nicht so im ersten Moment sichtbar, weil der Saturn steht hier im achten Haus. Das achte Haus ist ein verborgenes Haus, das erkennt man nicht gleich. Das bedeutet, was eigentlich im Hintergrund abläuft und worum es auch wesentlich geht, hat mit dem Umbau des Finanzsystems zu tun. Nur unsere Aufmerksamkeit wird natürlich in Angst und Schrecken und mögliche drohende Gefahren begleitet von verschiedenen Prophezeiungen gefüttert, damit wir da gar nicht
denken, dass das mit dem zu tun haben könnte, beziehungsweise, dass wir das, was da kommt, dann als kleineres Übel akzeptieren, weil es gibt ja viel schlimmere Sachen, zum Beispiel einen Krieg, in dem wir aber schon sind. Weil ich komme jetzt wieder zurück zu diesem Horoskop. Also nochmal zur BRD nur abschließend. Ich rechne damit, dass jetzt innerhalb der nächsten 24 Monate oder so die Abwicklung der BRD, die ja schon seit längerem eigentlich am Ende ist, ja, dass das jetzt stattfindet. Und das bedeutet natürlich, dass die Vermögenswerte als solches der Verbraucher verwendet werden, damit sich diese entschulden kann. Ja, und das hatten wir halt schon mal 1948 in Deutschland. Brauchen Sie ja nur nachschauen. Ist ja gewollt. Und jetzt komme ich wieder zurück auf das Haupthoroskop. Hauptphase Mars, Unterphase Jupiter wird eingeleitet ab 1. Mai. Also jetzt haben wir noch die Unterphase Rahu. Jetzt wird man hier noch sich als Regierung immer mehr aufblasen, was man meint, alles entscheiden zu dürfen, auch gegen den Willen des Volkes. Wenn man mit den Menschen spricht, die Mehrheit ist ja auch dagegen, was da jetzt geschieht. Ne? Ich meine jetzt gezielt das hier. Ja? Das war jetzt ein Fehler, Entschuldigung. So. Haben Sie kurz meinen Bildschirm Hintergrund gesehen? Halt, so, jetzt passt es wieder. Aber was bedeutet das jetzt noch in dieser Unterphase Rahu? Ja, das ist jetzt vielleicht, dass wir das nochmal kurz abschließen, bevor wir in die Unterphase Jupiter kommen. Diese Unterphase Rahu hat jetzt noch die Unterphase Sonne, jetzt noch Unterphase, also Unterphase, ne? Also Sie sehen hier Mars, Rahu, Ketu, Mars, Rahu, Venus bis zum 17.2. Und wenn hier Rahu, Venus ausgelöst ist auf der Ebene 2 und 3, da sind wir jetzt drin, 15.12. bis 17.2.2023. Mein Astrologielehrer hat mir beigebracht, die Phasen von Rahu, Venus, macht dich oder bricht dich. Und momentan ist das schon ein großer Schlag, zu dem jetzt hier ausgeholt wird, weil damit natürlich rote Linien komplett, sind ja schon lange überschritten, aber jetzt wird es ja wohl immer sichtbarer für jeden. Und also wird sich Deutschland immer mehr dort hineinziehen lassen, entgegen dem Willen der Bevölkerung, aufgrund der Regenten, die das aber machen, weil sie natürlich auch nicht frei sind, weil andere höhere Regenten der Welt, ja, Deutschland ist eben kein freies Land. Schauen Sie, Mars steht für Feinde, ja, und im Aszendenten, das bedeutet, da haben wir schon einmal einen Hinweis, Mars regiert auch das siebte Haus, steht fürs Ausland, Feinde aus dem Ausland sitzen hier drauf, ja, auf dem wichtigsten Haus, dem ersten. Das heißt, Deutschland ist ein besetztes Land. Dürfte ich jetzt wahrscheinlich schon wieder gar nicht sagen, ja. Astrologisch stellt sich's aber mir so dar. Zudem sehen wir das ja auch, weil Jupiter, der das sechste Haus regiert, was auch für Feinde steht, mit einer schlechten Würde aus dem Zwilling raus den Aszendenten aspektiert. Haben wir nochmal das Thema. Feinde besetzen, kontrollieren, was hier in Deutschland passiert. So, jetzt kommen wir dann in Mars Jupiter. Und mit Rahu möchte ich nur noch mal einen Hinweis geben. Rahu steht ja auch für neue Technologien. Das bedeutet, was jetzt da in der Phase noch geschehen kann, ist, dass es zu einer Krise kommt, mit einer Technik, die die Menschheit oder die Deutschen nutzen, die
moderne Art ist, wie Internet zum Beispiel. Ja, das ist so eine typische Rahu-Geschichte, neueste Technologien, weil das Internet ist ja erst 30 Jahre alt. Und da Rahus Herrscher Mond im achten Haus steht, kann es jetzt zu irgendeiner Blockade kommen mit modernen Technologien. Und interessanterweise, wenn man heute die Zeitung liest, jetzt komme ich wieder zu meiner Folie, mit dem gleichen Atemzug liest man hier diesen Artikel. Ja? Weltweite Störungen bei Microsoft Teams und Outlook. Dateien, E-Mails, Videokonferenzen. Microsoft hat aktuell Probleme mit seinen Cloud-Services. Das meldeten tausende Nutzer weltweit. Microsoft teilte mit, der Ursache auf den Grund zu gehen. Das ist scheinbar so wichtig, dass es auf die Titelseite der Zeitung Die Welt muss. Aber es geht da um was anderes. Es geht darum, dass das Bewusstsein damit bestrahlt wird, dass die Menschen verstehen, dass Internet oder bestimmte Dienste anfällig sein können, wenn es gewisse Störungen gibt, und die können ja vielleicht auch mit einem Krieg zusammenhängen. Oder weil zum Beispiel, ja, ich sage jetzt mal, Russland, dass sich jetzt noch mehr bedroht fühlt, oder wo man sagt, der Russe sieht es jetzt als Überschreitung der roten Linie, eben in eine Attacke geht, wo er zum Beispiel in Deutschland dieses Netz lahmlegt. Und deswegen möchte ich Ihnen jetzt mal kurz das Horoskop von Russland zeigen. Hier ist das Horoskop basierend auf der Unabhängigkeit Russlands von der Sowjetunion, gegründet am 12. Juni 1990. Und schauen Sie, interessant ist hier, die sind auch in der Hauptphase Jupiter, auch unter Phase Saturn. Ich sage das auch, weil die BRD Deutschlands ist auch in der Hauptphase Jupiter unter Phase Saturn. Und Russland auch. Aber die sind Aszendent Jungfrau. Und schauen Sie mal, Jupiter steht hier im Zeichen Krebs, im Zeichen seiner Erhöhung. Und Saturn, der sogar noch stärker wird, weil er rückläufig ist, im eigenen Zeichen Steinbock im fünften Haus. Also das sind die beiden größten Planeten im Sonnensystem. In guten Würden sind stark. Und Jupiter-Saturn, wenn gleichzeitig ausgelöst ist, dann weist es schon darauf hin, dass wir hier eine Schicksalsperiode haben, die für Russland jetzt außerordentlich von höchster Bedeutung ist. Und jetzt in der Unterphase Saturn natürlich wird das, was Saturn regiert, wichtig. Und Saturn regiert ja auch hier das sechste Haus, den Wassermann mit Mond und Rahu darin. Das sechste Haus steht für Angreifen, für Feinde, für Hindernisse überwinden, gegen Widersacher vorgehen. Und hier steht Rahu drin, hat was mit Ausland oder auch mit neuesten Technologien zu tun. Kurzum, es kann sein, es ist ein Hinweis darauf, dass man das auf der Weltenbühne sich so darstellt, dass jetzt etwas, was dann mit der Technik in Deutschland nicht mehr so funktioniert, den Russen in die Schuhe, oder das heißt in die Schuhe, dass das damit zu tun hat, um das Klima zwischen Deutschen und Russen noch mehr zu verschlechtern. Ja. Aber das Ziel dahinter ist, dass man dann sagt, wir hätten uns besser schützen müssen mit dem Internet, weil da kann ja jeder rein, also jetzt müssen wir da künftig dafür sorgen, dass nur noch, dass es bestimmte Zutrittsbegrenzungen oder Zutrittskontrollen gibt. Könnte sein, ja. Ich sage jetzt mal nur, aufgrund des Horoskops deutet das, kann das in diese Richtung hindeuten. Was ich jetzt als nächstes mache ist, es gab ja schon öfters die Unterphase Jupiter. Und nochmals, Jupiter im Haupthoroskop Deutschlands, haben wir es, hier,
Also Jupiter regiert das sechste Haus. Ich habe gerade über das sechste Haus auch gesprochen von Russland. Das sechste Haus hat auch mit Krieg und Angriff und Feinde zu tun. Ist kein gutes Haus. Mit Schwierigkeiten, mit Krankheit ist auch das sechste Haus assoziiert. Und dies vor allem deshalb hier im Deutschland-Horoskop, weil der Jupiter steht natürlich im Zeichen Zwillinge auch nicht gut. Dort ist er im Zeichen eines großen Feindes. Und jetzt ist es interessant, wenn wir mal zurückgehen, weil es gab eben auch andere Phasen der Hauptphase, der verschiedenen Hauptphasen mit darin Unterphase Jupiter. Natürlich Hauptphase Mars, Unterphase Jupiter. Mars oben drüber stützt besonders das Kriegs, auch verborgener Krieg, wie es ja schon länger läuft. Ja, Sie wissen, was ich meine da, ne? Mit dem, was man da durch die Haut sticht, geführt wird gegen die Menschheit. Aber jetzt wird sichtbarer, auch im Außen, oder zumindest bedrohlicher. Das, worauf es hinausläuft, das habe ich Ihnen jetzt alles geschildert mit Russland, mit BRD, ja, und das, weil es geht mehr um den Umbau des Finanzsystems. Ja, die Leute sollen sagen, ja, das hat ja alles mit dem Krieg zu tun und mit der Bedrohung durch und weil gefährlich und nicht kontrolliert und bla bla bla. Nee, das Dahinterliegende hat mit dem zweiten Haus zu tun. Es geht um die Finanzen, weil natürlich die westliche Welt finanziell bankrott ist und umgebaut werden muss nach gewissen Vorstellungen, die aber nicht wünschenswert sind. So, jetzt schauen wir uns mal an andere Unterphasen. Hier habe ich Ihnen mal, das sind jetzt, es gibt ja die planetaren Hauptphasen der neun Planeten der vedischen Astrologie. Und in jeder Hauptphase eines Planeten der vedischen Astrologie gibt es immer eine Unterphase Jupiter darin. Und wir schauen uns diese immer mal an. Ja. Jetzt hier bin ich mal zurückgegangen. Und zwar, weil diese neun planetaren Phasen, die wiederholen sich alle 120 Jahre. Das heißt, es ist ein großer Zyklus von 120 Jahren. Ja? Dann laufen die neun Planeten der vedischen Astrologie ganz individuell kalkuliert. Das ist bei jedem Land anders. Von neun an. Und Deutschland ist halt jetzt in der Marsphase. Was war vor 120 Jahren? Da lief auch die Hauptphase Mars. Darin in der Unterphase Jupiter. Das war das Jahr ungefähr 1904. Ja. Und wir wissen, der Erste Weltkrieg lief ja von 1914 bis 1918. Trotzdem war Deutschland in kriegsähnliche Zustände verwickelt, weil damals gab es Aufstände in den Kolonien, in den deutschen Kolonien in Südwestafrika. Von den Hereros, ja, das sind bestimmte Stämme von Einheimischen. Und da muss man sich, ich empfehle Ihnen mal damit, sich zu beschäftigen. Da weiß man nämlich wenig drüber, weil da wird ungern drüber gesprochen seitens der deutschen Seite. Wobei ich möchte natürlich jetzt nicht hier irgendwie einen Beitrag leisten zu mehr Schuldkomplex, aber wir müssen uns das anschauen, ja. Wir müssen es zumindest wissen über unsere eigene Geschichte. Kurzum, vor 120 Jahren nicht auf deutschem Boden, sondern mit deutschen Soldaten in Südwestafrika, wurde der größte Völkermord oder der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts begangen durch die Deutschen an den Einheimischen in Südwestafrika. Es führte dazu, dass mehrere Zehntausende hingerichtet, niedergemetzelt wurden. Man hat diese Einheimischen dann, wurden durch die Deutschen in die Wüste gejagt, sodass sie auch Männer, Frauen, Kinder kläglich verdursteten. Also furchtbare Sachen, lesen Sie mal drüber. Jahr 1904. Und es gab also, ich glaube, 50 oder 60.000 Tote auf Seiten der Einheimischen. Im Gegenzug wurde bei den deutschen Soldaten wurden 1200 Tote beklagt und 70 vermisste Weiße. Sie sehen schon,
die Relation, ja klar, die Armee der Deutschen hatte halt Schusswaffen und die waren sehr, die hatten halt diese Möglichkeit nicht, wahrscheinlich noch mit Pfeil und Bogen, keine Ahnung. Also ein trauriges Kapitel. Und wir müssen uns einfach auch klar machen, jetzt haben wir wieder so eine ähnliche Sache, ne, wo wir uns in etwas hineinbegeben, Linien überschreiten, ja. Und natürlich, der Wohlstand profitiert auch davon insofern, weil wenn Rüstung verkauft wird, kommt es Deutschland auch zugute. Den Bürgern wahrscheinlich weniger, aber trotzdem. Und ist keine gute Sache für unser kollektives Karma als Deutsche. Aber wir haben jetzt auch nicht den Einfluss drauf, weil die Regierung ja nicht das macht, was die Mehrheit möchte. Aber mal interessant zum Anschauen. Wir gehen weiter. Jetzt gehe ich von 2023 rückwärts, wann immer Unterphasen Jupiter waren. Letzte Unterphase Jupiter war 2015, Hauptphase Mond, Unterphase Jupiter. Was war da? Flüchtlingskrise. Ja. Bitte, Migration stellt auch eine Waffe dar. Also ich sage das einfach mal so, ich rede nicht böse über die Leute, ich will nicht hetzen und nicht spalten, aber es wäre gut, so sagen es auch die Heiligen, dass jede Nation erstmal auf das Wohlergehen der eigenen Menschen schaut, dass der eigene Garten blüht, ehe man schaut, wie der Garten vom Nachbarn wächst und ihm auch hilft, dass es seinen Garten zum Blühen bringt. Ja, aber das, was hier läuft, ja, das hat nichts mit dem zu tun, wie es dargestellt wird. Insofern ist es auch ein Angriff. Das heißt, immer wenn die Unterphase Jupiter läuft, muss sich Deutschland irgendwie, kommt ein Problem auf Deutschland zu, so möchte ich das mal sagen. Das war jetzt aber Hauptphase Mond. Und wenn der Mond Hauptphasenherrscher ist, Mond will ja helfen, will ja Gutes tun, ja. Und da ist halt hier das anders, in ein anderes gesamtenergetisches Feld eingepackt. Aber das Grundproblem, dass das sechste Haus hier ausgelöst ist mit Problemen, die dadurch auf den Deutschen zukommen, ja, ist trotzdem, ist ein Problem. Das sechste Haus steht für Schwierigkeiten, ja, auch für Konflikte, auch kriegerische Art. Man kann sich auch Krieg importieren und Konflikte. So, gehen wir weiter. Weiter, wie davor die Unterphase Jupiter war 2008. Hauptphase Sonne, Unterphase Jupiter. Sonne ist das Bankensystem. Das haben wir jetzt oben drüber. Jetzt haben wir ein anderes Thema. Ne? Jetzt wirkt dieser Unterphasenherrscher Jupiter auf eine andere Weise. Jupiter steht natürlich auch für die Finanzen und Sonne Jupiter ist dadurch geeignet, auch was mit dem Thema Geld eben in Ungleichgewicht zu bringen. Und natürlich ist die Finanzkrise auch eine Art Angriff auf Deutschland, weil dadurch Vermögen umverteilt wird auf Kosten künftiger Generationen, für die Deutschen noch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und Enkel und Enkel der Enkel arbeiten müssen. Es war 2007, 2008, wurde in der Unterphase Jupiter ausgelöst, in die wir jetzt reingehen. Ja, aber dieses Mal 2023 Hauptphase Mars Unterphase Jupiter. Mars steht natürlich nicht nur für Kriege per se, sondern auch für das Klima, für Immobilien, dann natürlich auch für Technik und und für Energie. So kann eben der Krieg auf verschiedene Weise stattfinden, aber er ist offensichtlicher, weil Mars oben drüber ist. Gehen wir weiter. 1998 haben die Regierungschefs der EU-Länder entschieden, ab 01.01.1999
den Euro einzuführen. Übrigens entgegen dem Willen der Mehrheit der deutschen Bevölkerung. Die Deutschen wollten das nicht. Da war das sechste Haus ausgelöst. Hauptphase Venus und der Phase Jupiter. Übrigens, wenn jemand in die Hauptphase Venus und der Phase Jupiter kommt, das ist immer eine schwierige Zeit, weil man, das sind ja beides Brahmanenplaneten, Venus und Jupiter, die vedische Astrologie sagt, also in dieser Zeit können große Umwälzungen, große Schwierigkeiten kommen, weil dann die Brahmanen Planeten, die Gurus ziehen den Segen ab. Naja, und dass der Euro nicht nur Segen brachte, sondern eben auch Kaufkraftschwund, Inflation und andere importierte Probleme, das, denke ich, weiß jeder selber. Gehen wir wieder weiter zurück. 1983, Hauptphase Ketu und der Phase Jupiter. Hier haben die ganzen Zeitschriften in Deutschland getrommelt, AIDS ist in Deutschland angekommen. Und die Menschen hatten Angst, sich eben körperlich mit Menschen einzulassen. Und natürlich ist dadurch, hat es Auswirkungen auf Geburtenraten und, und. Und Ketu, ne, das sieht man schon wieder, Ketu, das läuft mir im Verborgenen, das kann man nicht sehen, was da genau ist, da muss man nur glauben, ja, was halt die Medien berichten. Und insofern hatte das auch seine Wirkungen, aber es war wieder das sechste Haus, es war halt eine Kriegsführung. Ketu steht ja auch für Bakterien, die man nicht sehen kann. Und ja, aber, ja, es gäbe immer viel darüber zu sagen, weil das eine ist halt immer das, was da alles geschrieben wird, wie es dargestellt wird. Und wenn man da überall mal tiefer geht, Sie wissen, ich bin Aszendent Skorpion, es stimmt ja von dem, die ganzen Dinge, das ist ja alles ziemlich entgegengesetzt, ja. So, dann gehen wir nochmal zurück, dann kommen wir auf das Jahr 1974, Wirtschaftskrise. Sie sehen die Krisen, immer wieder Krisen. Und sechste Haus, wenn ausgelöst wird, bringt Krisen. Ja. Da war Hauptphase Merkur unter Phase Jupiter. Das war Wirtschaftskrise. Zuvor, 1973, war noch die Ölkrise. Viele erinnern sich vielleicht. Autofreie Sonntage, Benzinrationierung. Man brauchte Benzingutscheine, dass man nach Italien kommt, falls die kein Benzin mehr ausgeben. Da als Folge daraus stürzte die Wirtschaft 1974 ab. Arbeitslose, ja, Firmen gingen pleite und so weiter. Und Hauptphase Merkur. Merkur steht ja für die Wirtschaft, okay? Da merken Sie jetzt, da wirkt das sechste Haus mit Jupiter unten drunter, das er ausgelöst ist, wieder auf eine andere Art und Weise problematisch. Also es ist ein Unterschied, ob du Hauptphase Merkur unter Phase Jupiter hast oder Hauptphase Mars unter Phase Jupiter hast, ja? So. Nochmal zurück. Was war vorher unter Phase Jupiter? Ja, da bin ich geboren in dem Jahr 1961, ja. Ja. Hauptphase Saturn unter Phase Jupiter. Ja. Interessant. Ich habe bloß gerade gestutzt, ne, weil ich habe Saturn und Jupiter im Steinbock, ne? Ja, da, interessant. Hauptphase Saturn, Unterphase Jupiter, jetzt von den planetaren Phasen her, Beginn des Mauerbaus in Berlin. Das war der Beginn der Teilung der Welt in zwei Hälften, in Ost und West, hat was mit Spaltung zu tun. Ne? Auch das deutsche Volk, weil hier ist ja eigentlich die Mitte der Welt, der Nabel der Welt, sitzt in Deutschland. Ja, ja. So. Und ist aber natürlich auch ein Angriff auf das Land gewesen. Ja, jetzt war Saturn oben drüber. Saturn ist ein Spalter. Saturn trennt. Saturn isoliert. Ja, so. Sie sehen schon, das sind viele interessante Themen. Gut, da kommen wir gleich noch dazu. Und jetzt natürlich mit dieser Unterphase Jupiter wird es wohl so sein, dass der Umbau des Finanzsystems vorangetrieben wird.
das sechste Haus steht auch für Krankheitsthemen und deswegen möchte ich jetzt hier auch nochmal was einblenden. Und zwar gibt es ein weiteres Horoskop, das nennt man das Aditya Neumond-Horoskop für ein Land. Aditya bedeutet, das ist der letzte Neumond, ehe der Neumond im Zeichen Fische ist, der davor. Und da mit wann exakt Neumond ist, mit der Hauptstadt des Landes, auf dieser Basis ein Horoskop erstellt, zeigt das Jahr für das Land an. Und dieses Horoskop habe ich auch erstellt. Das ist hier. Das ist also jetzt hier das Horoskop für Deutschland. Sie sehen schon hier der Neumond im Wassermann. Der letzte Neumond vor Fische. Das ist also, im Fische beginnt ein neues lunares Jahr. Im Zeichen Wassermann ist ein Zeichen davor. Und jetzt ist das interessant, weil dieses Horoskop gibt uns jetzt weitere Informationen, mit was wir rechnen müssen für 2023 in Deutschland. Aszendent Jungfrau, ja? Meine Jungfrau, Sie wissen, das sechste Zeichen hat eine Verbindung, eine Analogie wie das sechste Haus. Und das sechste Haus ist ja stark besetzt, weil Saturn, der Atma Karaka, der wichtigste Planet im Horoskop für dieses Jahr für Deutschland, also das Land Deutschland wird in dem Jahr durch Saturn dargestellt, ein Saturnjahr sozusagen, ein Mangeljahr. Ein Saturnjahr ist auch ein Jahr mit Schwierigkeiten. Und deswegen passt es auch zur Jungfrau, weil die Jungfrau ist ja auch ein Zeichen, was sich stark auf Probleme konzentriert oder auch Gesundheitsthemen, ja. Weiß selber viel, aber auch oft dadurch, weil man selber viel mit Krankheit konfrontiert wird. Und hier ist dann auch noch mit das sechste Haus stark besetzt. Damit haben wir die Verbindung zur Jungfrau, die ja das sechste Zeichen ist, mit dem Neumond darin und dem so wichtigen Atma Karaka darin, Saturn. Nun, was möchte ich damit sagen? Halt eins noch. Merkur, der Herrscher des Zeichens Jungfrau, sitzt im fünften Haus. Das fünfte Haus steht für Heilung. Ist ja klar, weil das fünfte Haus ist das zwölfte Haus vom sechsten Haus. Und das zwölfte Haus heißt loswerden, also damit kriegt man Krankheiten los. Kurzum, im Jahr 2023, nach diesem Horoskop, wird es auch stark darum gehen, dass immer mehr Menschen darauf drängen, die Pandemie, die Folgen der Behandlungsmethoden, kann jetzt nicht näher darauf eingehen, aufzuarbeiten. Dass da vieles nicht so ist, wie es geredet worden ist. Und das Thema Krankheit, kranke Menschen oder Menschen, die auch sterben, ja, wird sehr stark in das Bewusstsein der Bevölkerung gebracht werden. Schauen Sie, Venus regiert die achte Häuserspitze. Darin steht Rahu und Venus steht hier überhaupt nicht gut im sechsten Haus. Die Venus steht auch für die Vitalität. Das heißt, die Leute haben keine Kraft, die Lebensdauer ist bedroht oder es kommt auch zu Tod. Jupiter, der auch für das Leben steht, steht im achten Haus. Auch nicht gut. Und hier Ketu. Ja, Ketu steht für Auflösung, Konjunktion mit zweiter Häuserspitze. Das Geldsystem nimmt immer mehr Auflösungserscheinungen an. Hier kommen wir jetzt, diese vier Häuser, 1, 4, 7, 10, das sind die Eckhäuser, wo die Planeten am meisten energetisiert werden. Welchen Planeten sehen wir da? Oh, den Mars. Im 10. Haus, im Haus der Regierung. Das heißt, die Regierung wird weiter Themen trommeln, die mit Impfung, Energiethemen, Krieg, Konflikte, Eskalation, Technik, Wetter, was hat auch mit Wetter zu tun, wird also seitens da ein großes Thema. Und der Mars steht aber nicht gut im Zwilling. Das heißt, und von dort aus, er aspektiert ja immer das vierte Haus von sich aus gesehen, wird auch die Bevölkerung verletzt. Nun,
Ja, verstehe ich, wenn Sie sagen, berechtigterweise war der Herr Fallner mit seinen Hiobsbotschaften, ja. Übrigens, jetzt weiß ich endlich, was das Wort Hiobsbotschaften heißt, weil ich habe jetzt die Bibel zweimal durchgelesen. Und im Alten Testament ist es dann das letzte Buch, die Botschaft vom Hiob. Es ist sehr interessant. Und da komme ich jetzt auch schon wieder zur Lösung, weil ich möchte an der Stelle auch, weil ich kann hier nicht so reden, ich kann nur Hinweise geben. Ich habe in meiner Ausgabe meines Newsletters für den Januar eine ausführliche Analyse gemacht, ja, für das Jahr 2023. Auch was die Welt angeht und insbesondere Deutschland angeht, ja. Das ist hier mein Newsletter. Und wenn Sie den noch nicht beziehen, ich empfehle Ihnen, tragen Sie sich im Verteiler ein, dann können Sie es nachlesen, weil da kann ich halt auch anders schreiben. Ich rechne also nicht damit, dass jetzt hier in Kürze dann russische Truppen am Rhein stehen dieses Jahr, sondern ich habe Ihnen angedeutet, wie ich meine, dass es kommt schon Krisen und die wird man halt für die Argumentation dafür verwenden, dass die Sicherheit im technischen Bereich bedroht ist und dass man wird es auch zu Stromausfällen, Energieausfällen und Chaos kommen. Und dann werden die Menschen natürlich in der Phase, wo man sagt, wir sind jetzt angegriffen worden, kann man ja auch das Kriegsrecht verhängen. Und die Menschen sind ja dann schon zuvor trainiert worden, da man zu Hause bleiben muss und so, das kennt man ja schon. Und dann kann man auch den Umbau des Finanzsystems mehr so steuern mit einer anderen Krise, dass es in den Hintergrund rückt. Ja, mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Also es ist, wir wollen uns jetzt aber noch auf einen Ausblick wagen und dann möchte ich noch ein Verständnis dazu geben, weil ich will kein Weltuntergangsprophet sein, sondern erstmal die Planeten, die Astrologie reicht ja nur bis zur Astralebene, vielleicht zur Kausalebene. Sie wissen, es gibt immer sieben Ebenen oben und sieben Ebenen unten. Und die Astralebene und Kausalebene und auch noch die physische Ebene natürlich, wo wir sind, diese drei Ebenen stehen unter der Regentschaft der negativen Kraft. Und solange wir uns nicht über diese drei Ebenen erheben, und das ist ein innerer Prozess durch Meditation, geleitet durch die großen Fackelträger des Lichts, die uns anweisen, wie das geht, werden wir halt in einem noch viel größeren Lockdown sein, weil unsere Seele in diesem Körperkäfig gefangen ist. Und dann müssen wir diese Kapriolen, diese Dinge, die da außen passieren, ertragen, weil wir nicht weg können. Wir können ja nicht, ja. Aber der Lösungsweg ist der innere Weg, der Weg nach innen. Und ehe ich dazu noch zwei, drei Sätze sage, noch ein Ausblick bitte. Und zwar habe ich hier, wie ihr Schrecken schaut, kompliziert aus. Ich erkläre es gleich. Das sind vier Horoskope. Einmal vom Horoskop für das jetzige Zeitalter, das Kali Yuga. Dann ein Horoskop für das 21, für das dritte Jahrtausend. Das hat begonnen am 01.01.2001. Weil das Jahrtausend hat nicht begonnen am 01.01.2000, sondern nach Adam Ries, ne, Mathematiker, am 01.01.2001. Und dann kann man auch sehen, wo steht die Weltbevölkerung, die Menschheit von der Zeitqualität. Dann haben wir hier das Horoskop der EU, ne, und hier haben wir das Horoskop von Deutschland. Jetzt merken Sie schon, wie ich das gemacht habe. Ich habe dann auch einen Ausblick über 2023 hinaus gewagt, wo das hingeht. Und da kommen also von oben die Yugas, die sagen mir erstmal, zwischen September 24 und November 27 kommt eine gute Wende, weil da geht es im Horoskop von Kali Yuga in die Hauptphase Saturn, Unterphase Venus. Da dreht der Wind. Dann schaue ich in das Horoskop fürs dritte Jahrtausend, dann sehe ich, dass zwischen April 2025 und Februar 2028 auch der Wind dreht,
Da sehe ich jetzt schon eine Überschneidung mit dem ersten Horoskop, ja? Dann gehe ich in das Horoskop der Europäischen Union, die wahrscheinlich in der Form es nicht mehr geben wird. Und das passiert zwischen Dezember 2025 und Dezember 2028. Auch dieser Zeitraum hat eine Schnittmenge mit den ersten beiden Horoskopen. Und dann blicke ich in das Horoskop Deutschlands, Hauptphase Mars, Unterphase Venus von Oktober 26 bis Oktober 27. Auch da dreht der Wind. Kurzum, zwischen Oktober 26 und Oktober 27 wird der Wind drehen, weil natürlich, es muss ja weitergehen. Und das eine ist das, was bestimmte Kräfte hier jetzt machen wollen oder aufgrund des Karmas der Menschen an Grundlage haben, solche Dinge zu tun, wie sie es momentan tun. Gleichzeitig, wie sagt man so in Bayern, es hängt nicht immer nur auf Ohrseiten, dreht der Wind und kommt auch eine bessere Zeit zurück, wo vieles von dem aufgearbeitet wird, was da jetzt schiefgelaufen ist, so dass die Menschheit die Chance hat, gewaltig viel lernen zu können, aber aus einem großen Leid heraus. Sie wissen ja, ich habe schon 2020 geschrieben, dass für mich mit der Finsternis im Dezember 2019, da war ein gefallener Jupiter mit Sonne, mit Ketu und Saturn im Steinbock, dass da eine Trübsalsperiode begonnen hat von ungefähr 7 Jahren. Und so bin ich nicht verwunderlich aufgrund der verschiedenen Analysen, dass diese 7 Jahre eben dann dauern bis 2026, 27 hinein. Und dann wird auch klar, ne, die Zahl 7 ist ja sehr wichtig. Sie kennen, ne, die 7 ist eine Schöpferzahl. Die 7 ist eine Zahl, 7 Wochentage, die 7 Chakren, die 7 Musiktöne, die 7, Musiktöne habe ich schon gesagt, ja, die 7 sichtbaren Planeten der vedischen Astrologie. Also die 7 ist etwas sehr wichtig. Oder Sie kennen das Lied, über 7 Brücken musst du gehen, 7 dunklen Jahre überstehen. Ja? Oder die 7 Ebenen, ne? Wenn wir die 7 Ebenen überwinden, dann sind wir ganz oben, ja, in unserer spirituellen Heimat. Oder wo der Vater, der himmlische Vater sitzt, sagen wir so. So, das bedeutet, das war das eine, was ich Ihnen als Ausblick geben möchte. Und so ist einfach die Frage, wofür nutzen wir die jetzige Zeit? Wir können bestimmte Dinge im Außen nicht ändern, weil das Karma läuft, ja. Können jetzt nicht hinfahren und den Herrn Scholz die Entscheidung ausreden. Natürlich können wir vermehrt auf die Straße gehen, unseren Unwillen ausdrücken und sagen, dass wir als Volk das nicht wollen. Trotzdem, Sie sehen ja, so läuft das Ding. Und da ist die Demokratie schon länger nicht mehr so ist, wie sie war, werden halt Dinge gemacht, wo nicht von Interesse ist, wie die Mehrheit denkt. Das bedeutet nicht, dass alles so aufgehen wird, weil natürlich die größte Hilfe kommt und kann nur kommen von. Und in dem Verständnis habe ich auch den Psalm ausgewählt und die heiligen Schriften, die Sutren von Buddha oder der Koran oder die Bibel oder die Veden sagen nichts anderes. Als erstes, dass wir dort um Hilfe anfragen. Denn über all diesen Dingen und die vedische Astrologie oder die Astrologie generell ist ja nur eine astrale Disziplin und die Planeten sind auch nicht das höchste Gesetz. Sie sind auch nur Werkzeuge, die Gott verschieben kann, wie er mag. Ja. Und er kann Karma aufheben. Er kann einen drohenden Galgenstich umwandeln in einen Nadelstich. Kann er alles. Wenn wir das wieder glauben und demütig auf den Boden fallen und uns vor ihm verbeugen und aus unserer Not heraus die Hilfe dort erflehen im Gebet, das ist für mich
verbunden mit der eigenen inneren Arbeit zum Besseren, das Beste, was wir jetzt tun können. Mit Gewalt diesen Wahnsinn aufhalten, das wird nicht gelingen. Aber natürlich aufklären für die Menschen, die Zugang signalisieren, das ist wichtig. Und deswegen mache ich auch gerne die Videos. Und so sehen wir wieder, wie wichtig es ist, ja, dass wir unsere Lebensspanne, die wir halt haben, für unsere Entwicklung und Befreiung nutzen, weil darum geht es, darum sind wir hier. Und das, was jetzt im Außen geschieht, hat insofern auch seinen Sinn darin, ja, dass wir eben, ja, wie soll ich sagen, dass wir eben noch deutlicher erkennen, dass das wahre Glück, der Anker, die Kraft, die Heilung, die Nahrung für die Seele nur im eigenen Inneren gefunden werden kann, indem wir uns mit dem Wort verbinden oder mit der Quelle verbinden, indem wir vor der Türe des Allmächtigen sitzen und ihn bitten, dass er uns eintreten lässt. Denn wenn wir sehen, dass es eben noch andere Wohnungen gibt, die für uns vorbereitet sind und wir das zu Lebzeiten bereits erfahren, dann dreht sich das, ja. Jetzt ist es so, jetzt ist es schwer für uns, dass wir nach innen gehen, weil das Gemüt immer nach außen will, ja. Das Gemüt will die Welt erfahren und dies und das und was passiert da und hin und her. Und es will nicht nach innen gehen und sich besinnen auf das Göttliche und stillsitzen stundenlang. Aber wenn mal diese Türe innen aufgegangen ist, das 10. Tor oder die Heiligen sagen, drittes Auge dazu, ja, dann geht es genau andersrum. Dann sagen die Heiligen so in den Schriften oder die Menschen, die dieses Stadium erreichen, ich will da gar nicht mehr weg, ich könnte nur noch dort sitzen, ja, und dann ist es schwer zurückzukehren. Leider wird es oft falsch interpretiert als Weltflucht, denn auch solche Dinge werden natürlich bekämpft durch die negative Kraft, weil alles, was für den Menschen gut tut, soll er ja nicht wissen. Soll er irgendwelche Gegenargumente bekommen, dass er davon die Finger weglässt. Weil dann heißt es ja immer, ja, wir sind ja hier, um diese weltlichen Erfahrungen primär zu machen. Natürlich auch, aber wir sind auch hier, weil wir Karma haben, weil wir noch hier sein müssen. Ja, wir sind nicht freiwillig hierher gekommen, sondern wir sind karmisch gebunden. Und weil wir können ja auch jetzt nicht sagen, wir gehen. Wenn man das, weil das gewaltsame Ende ist keine Lösung. Und somit sind wir auch gebunden. Das heißt, meine Motivation an Sie soll sein, dass das Leben im menschlichen Körper so wichtig ist, dass es an höchster Stelle stehen sollte, sich selbst und zu Gott zu finden. Denn dafür wurde primär von Gott dieses Leben gegeben. Und sich würdig zu machen, dass wir dort wieder zurückkehren können, woher wir eigentlich gekommen sind und uns aus freiwilligen Entschluss vor Äonen von Zeitaltern getrennt haben. Und der Wahnsinn im Außen ist eigentlich das Wachstumsumfeld, damit die Menschen noch immer mehr verstehen, dass das nicht unser wahres Zuhause ist. Denn es gibt andere Orte, höhere Ebenen, ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Tod, wo Seligkeit und immerwährende Freude da sind, und das entspricht unserem Geburtsrecht. Da gehören wir hin. Und um dieses Ticket zu lösen und diesen Flug mal dorthin zu nehmen, deswegen sind wir hier da. Hier ist die Einstiegsstation. Ja, hier ist der Flughafen. So. Und insofern helfen die äußeren Entwicklungen, wenn man diesen Wahnsinn jetzt immer mehr versteht, dass hier ja andere Kräfte regieren. Natürlich wollen wir etwas Gutes hierher bringen oder hier lassen, aber wir wollen hier nicht eine dauerhafte Existenz für uns aufschlagen, weil erstens geht's nicht und zweitens, es ist nicht unser Platz. So, ich hoffe,
dass je mehr wir uns auf dieses hohe Ideal wieder rückbesinnen, umso leichter können wir die Welt auch lassen und in einer Haltung leben nach dem Motto, wie die Heiligen sagen, Sterling, seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Ja? Und wenn wir dann auch noch etwas anderes haben, die längere Schnur, sagt man dazu, weil man nicht nur, weil aus der Welt, da ist nichts mehr zu holen, da ist Feierabend. Ja? Das heißt nicht, dass sie verloren ist, aber die Tankstelle muss, die primäre Tankstelle, ja, die muss man woanders suchen. Gut, in dem Sinn, unterhalb des Videos finden Sie noch Links, wie Sie sich im Newsletter eintragen können, von meiner Frau die Seite. Und deswegen gehen Sie ohne Furcht hindurch. Ich habe Ihnen gesagt, um was es in Wahrheit darum geht. Lesen Sie den Newsletter, da steht auch noch mehr drin. Und dann ist es so, es gibt Hilfe von dort. Und je mehr wir uns in demütiger Haltung auf diese Hilfe ausrichten, kommt die Führung und die Hilfe. Und nicht jeder Mensch erfährt das Karma auf gleiche Art und Weise. Ja, da gibt es große Wundergeschichten und es ist in der Freiheit eines jeden Einzelnen, sich darauf zu konzentrieren, wo wirklich die Hilfe herkommt, wo der starke Arm, wo die rettende Hand ist. Und dies wieder zu erkennen und sich darauf rückzubesinnen, dafür dient auch die Zeit und hat dann auch wieder, so hart es klingt, leider auch etwas Gutes, weil wir das auch so nicht ändern können. Angst ist aber nicht angebracht, sondern Zuversicht und der Glauben an das Gute, aber das Gute muss nicht so aussehen, wie wir denken, dass es sein muss. Viel wichtiger ist, dass wir keinen Schaden an unserer Seele nehmen und uns auf das Seelenheil ausrichten, weil der Körper ist nur ein Gewand, das werden wir wechseln und dann geht es weiter, weil wir sowieso unsterblich sind. So. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, natürlich weiterhin gute Zeit. Den göttlichen Segen sei alle Zeit mit Ihnen. Das wünschen wir uns allen, der ganzen Welt, natürlich auch Deutschland und allen Völkern der Erde gleichermaßen. Und ich werde noch weitere Videos machen, kann aber jetzt hier nicht mehr im Detail dazu sagen. Denke Österreich, Schweiz wird auch noch ein Thema. EU, Amerika. Und aber Thema Spiritualität und Persönlichkeit, da soll es ja hingehen. Ne? Das andere im Außen ist ja an und für sich nur der Anlass dazu. In dem Sinne nochmals alles, alles Gute. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Suchen Sie dann unten noch die Links für weitergehende Informationen. Bis bald und nochmals vielen Dank.